zu diesem unglaublichen Flug. Und als letzter im ersten Durchgang Severin Freund. Der geht auch noch halbwegs. Gut. Über 235 Meter. Super Flug von Severin Freund. Damit wird er sich auf Position 2 schieben. Hinter Anders van de Meel. 237,5. Er ist fast in den Bereich seiner persönlichen Bestleistung gekommen. Und das von Luke 6. Ja, das war gut. Also für ihn ist es jetzt auch gut, wenn die Luken herunten sind oder ein wenig Anlauf ist, weil er schafft sehr viel Höhe mitzunehmen. Und das draußen dann gut zu übersetzen, ist vielleicht jetzt nicht ganz so ins Fliegen kommen mit Anders van de Meel, aber ein Traumsprung. Und aufgrund der Anlaufverkürzung ist er sogar nur 2,3 Punkte hinter Anders van de Meel. Naja, aufgrund der guten Noten. Also er hat einen 20er drinnen, sonst 19,5, einen 19er. Hat fast 10 Punkte Haltungsnoten mehr gekriegt bei Anders van de Meel. Also er ist nah dran. Nummer 2 sind oben, das heißt er ist schon 7. Und hat damit doch noch sein allerbestes Weltcup-Ergebnis in der Karriere geschafft. Bravo. Ja, der war besser vom Severin. Der geht da richtig dahin. Der geht gut. Der geht sehr gut. Endlich hat er sein 240er. Er steigert sich noch einmal und schafft es, persönliche Bestleistung zu erzielen. 245 Meter. Das war ein super Flug, der ihm vielleicht sogar den Sieg bringen könnte. Hier auf jeden Fall jetzt einmal die Führung für Severin Freund. Da siehst du, wie schmal der Grat ist, wie schwer du bestraft wirst, wenn du einen kleinen Fehler hast. Das Niveau ist so hoch. Da springt der Peter Breitz zwei Nummern vor ihm, 110 Meter, und er springt 245. Also das ist, die Jungs da jetzt aufhören, das ist unglaublich. Großartige Leistung. Nur ganz wenig Windpunkte bekommt er abgezogen, Severin Freund. Trotzdem fliegt er 245 Meter, übernimmt die Führung 60 Punkte vor Johann André Vorfang und wird hier schlechtestenfalls Zweiter, wird aber in jedem Fall bei der WM. Ja, der Rückfall von Manuel Poppinger, den wir zunächst hier vermutet haben, aufgrund seiner Weite von 192 Metern im Finale, der war letztendlich keiner. Er hat sich verbessert, denn viele andere Athleten hatten große Probleme jetzt in der Entscheidung.